Eine neue Lagerhalle in Ettlingen bei Karlsruhe. Vororttermin. Es geht um die richtige Inneneinrichtung. Es wird ein Schubsystem sein. Genau. Und dann kommt der abgeschlossene Bereich hier. Das heißt, in einigen Monaten soll hier ein fast 8 Meter hohes Regalsystem der Firma Bito stehen. Außendienstler Harald Fessler weiß, hier muss seine Firma alles geben. Hier im Haus haben wir jetzt, wenn ich es zusammennehme, bestimmt 5 oder 6 unterschiedliche Technologien im Einsatz. Kommt nicht so oft vor, manchmal ist es eine oder zwei oder drei, aber so ein Querbeet von unserem Produktionsspektrum hat man nicht bei jedem Projekt. In ein paar Monaten werden hier überall Regale stehen. Die längste Reihe um die 19 Meter lang. Auftraggeber ist die Firma AFB, die ausgediente Computer, Tablets, Handys und Laptops aufarbeitet und dann wiederverkauft. Wir haben Kollegen mit Einschränkungen unterschiedlicher Art, ob körperlich oder geistlich. Und wir müssen einfach für diese Kollegen Vorklärungen treffen. Das kann einmal mit Sicherheitsmarkierung oder Gesamtsicherheitseinrichtungen passieren, aber auch mit solchen Dingen, dass wir sie speziell vor Sturzgefahr sichern müssen. Und das machen wir auch. Das ist eine wichtige Aufgabe von uns, im Vorfeld viele, viele Fragen zu stellen und nicht zu kommen und zu glauben, ich weiß, was ihr braucht, ich habe was dabei und das nehmen wir dann, das wäre der völlig falsche Weg, sondern wir müssen wissen, was passieren soll. Es ist noch einiges zu tun, nicht nur in der großen Halle, sondern auch in den Nebenräumen. Die gemeinnützige Firma AFB hat mehr als 400 Mitarbeiter, wächst immer weiter. Sie ist darauf angewiesen, dass die neue Halle termingerecht fertig wird. Aktuell sind wir so, dass wir im Oktober, ca. Mitte Oktober, dann liefern. Und der Baufortschritt muss natürlich auch im Zeitplan bleiben, sonst gibt es Verzögerungen. Das sind aber alles Dinge, wo wir immer im Gespräch sind, um nicht irgendwann mit dem LKW hier zu stehen und wir können nicht rein, das wäre das Super-GAU. Die Firma Bito Lagertechnik hat ihren Sitz im nordpfälzischen Meisenheim am Glan. Im rund 10 Kilometer entfernten Lauterecken steht das zweite große Werk. Weltweit hat Bito rund 1000 Mitarbeiter. 70.000 Tonnen Stahl werden hier pro Jahr verarbeitet. Der schallt genauso wie der andere auch. Also sobald ich im Spiegel drin bin und Sie fahren mit der Hand vor den Kran, schallt der genauso. Scheiße. Geht der aus? Die Fachbodenmaschine macht Ärger. Sie ist noch ziemlich neu. Das Problem ist, dass der Sensor nicht schaltet. Wir nennen das eine Kinderkrankheit, aber wir schauen, ob wir es beheben können jetzt. Wenn sie mal läuft, dann kann sie mehrere 10.000 Fachböden pro Woche produzieren. Die Anlage der Firma auf den Leib zu schneidern, das war knifflig. Es ist deswegen schwierig, weil es ein Sondermaschinenbau ist. Das Bauteil gibt es in dieser Geometrie nur bei uns. Deswegen wurde die Maschine extra für uns konstruiert und gebaut, nicht von der Stange. Und wir bilden hier sehr viele unterschiedliche Größen von Fachböden ab. Wir können also mehrere tausend Varianten herstellen und das macht das ganze Projekt sehr kompliziert. Bald werden hier auch die Fachböden für das Hochregallager in Ettlingen gefertigt. Und nicht nur die. Auch alle anderen Teile des Regals produziert Bito selbst. Werkleiter Dominik Freiland-Marling ist seit 10 Jahren bei Bito. Er hat vorher in der Automobilindustrie gearbeitet. Sascha Lorenz ist noch länger dabei. Das ist typisch für die Arbeitsverhältnisse hier. Stabil, wie Metallregale. Ich denke, ich bin die Ausnahme hier. Ich bin im 20. Jahr. Das werden Sie noch von mehr Mitarbeitern hören. Und das ist nicht, weil es hier so schön warm ist. Warm ist es halt nur im Sommer. Aber es ist ein Eigentümer,
geführtes Unternehmen und wir fühlen uns hier wie eine große Familie. Der Unterschied zwischen Familienunternehmen und der Automobilindustrie ist sicher, dass es ein familiäres Klima ist. Man kennt sich untereinander, es gibt eine sehr offene Kultur, man hilft sich gegenseitig auch über Abteilungsgrenzen oder auch zwischen den Werken. Und das ist sicherlich etwas, was man nicht immer in großen Konzernen in der Form findet. Und dann in der neue Halle des Gebietsverkaufsleiter Harald Fessler ist beim Kunden AFB in Ettlingen. Er will sich ein Bild vom bestehenden Lager machen, damit er weiß, was die Firma am neuen Standort genau benötigt, um gebrauchte Geräte wieder auf Vordermann zu bringen. Die sind jetzt vorbereitet zur Abholung, sprich, die gehen heute Nachmittag noch auf der LKW und kommen morgen. Bito und die AFB arbeiten schon länger zusammen. Die Pfälzer haben Spezialbehälter für den Transport der Laptops entwickelt. Da das alte Lager aus allen Nähten platzt, freuen sich hier schon alle auf das neue, größere. Ja, auch mit einer Sortieranlage dann wieder, wie genau, man es jetzt hier sieht. Genau, eben die Fachmüllregale, die wir besprochen haben, die Betriebsausstattung, die Tische und so weiter, wo eben die Datenlöschung und so weiter durchgeführt wird. Ja. Eben alles größer, besser, neuer. Die Kunststoffbehälter der Firma AFB wurden hier produziert. In Lauterecken, unweit des Bito-Hauptstandortes Meisenheim. Aus dem Granulat, das hier lagert, werden einmal Behälter in allen erdenklichen Größen und Formen. Haben wir das Problem immer in dem Bereich? Ich müsste. Ja, okay. Auch alle Farben sind möglich. Diese weißen Stellen gefallen dem Werkleiter aber überhaupt nicht. Der muss im Prinzip verschwinden, dieser Weißbruch. Ist im Moment auch kein großes Problem. Zeigt uns aber, dass wir in der Entformung von dem Teil und dem Werkzeug noch ein leichtes Problem haben, dort optimieren müssen. Anspritzpunkte müssen wir noch. Die blaue Box, auch Drehstapelbehälter genannt, ist verdammt praktisch. Guck mal hier unten drin, das sieht man schön an den Kanten, dass das noch nicht optimal ist. Und zwar ist das ein sogenannter nestbarer Behälter, den man in der einen Richtung ineinander setzen kann und in der Gegenrichtung ist er nicht mehr volumenreduziert. Jetzt kann man also Ware reinpacken. Der Behälter sitzt auf den Kanten. Und wenn er wieder leer ist, kann man also volumenreduziert leere Behälter irgendwo hin transportieren. In Lauterecken werden also Kisten in allen Größen, Farben und Formen produziert. Pardon, Kisten ist hier ein Unwort. Es muss Behälter oder Box heißen. Warum das Bito so wichtig ist? Das werden wir sicher noch erfahren. In 25 riesigen Spritzgussmaschinen werden die einzelnen Behälter und Zubehörteile gespritzt. Die Maschinen können die Form, also das jeweilige Werkzeug, mit bis zu 2700 Tonnen zusammenpressen. Für jeden Behältertyp muss eine Gussform speziell eingerichtet werden. Werkzeugwechsel heißt das hier. Bis zu 25 Tonnen wiegt so ein Werkzeug. Thorsten Zimmermann ist Produktionsleiter. Er hat bei Bito seine Ausbildung zum Verfahrensmechaniker gemacht, vor fast 3 Jahrzehnten. Früher waren Werkzeugwechsel wesentlich aufwendiger. Wir hatten keine Schnellspannsysteme. Also das heißt, mittlerweile kann man hingehen und kann ein Schlauchpaket nehmen. Das betrifft 10 Wasserkreisläufe. Das war früher, ist jeder Kreislauf von Hand einzeln dran gemacht worden. Da haben sie halt mal für so einen Werkzeugwechsel bis zu 8 Stunden gebraucht, was wir jetzt zwischen 3 und 4 Stunden machen. Ja. Da ist die Technik doch schon wesentlich weiter wie vor 28 Jahren. Grundstoff der bunten Behälter ist wie gesagt Kunststoff. Aber es gibt mittlerweile auch ökologische Alternativen. Dieses Granulat ist aus Sonnenblumenkernen gemacht. Die Ressource Erdöl grundsätzlich ist endlich, das wissen wir. Und aus dem Grund gibt es also viele Materiallieferanten, die sich schon damit beschäftigen, erneuerbare Materialien oder regenerative Materialien auch wieder in den Kreislauf zu bringen, zu entwickeln und den Kunststoffverarbeitern anzubieten. Hat es irgendwelche Nachteile, dieses Ökomaterial? Nein, außer dass es sehr lecker riecht während der Produktion. Man riecht also wirklich, dass da die Basis Sonnenblumenkerne sind, sodass es sehr angenehm auch während der Verarbeitung ist für unsere Mitarbeiter. Allerdings lassen sich die Ökokisten nicht in allen Farben herstellen. Und manche Kunden verlangen eine ganz geruchsfreie Kiste. Das aber geht bei den Ökoboxen nicht.
Viele Firmen wollen nicht nur ihre Farbe und ihr Logo auf dem Behälter haben, sondern auch noch weitere Accessoires, damit die Boxen auch garantiert nicht verloren gehen können. Hier haben wir einen Behälter für einen Kunden, der bekommt nahezu Vollausstattung, wie wir das nennen. An der Seite wird also ein Kundenlogo per Siebdruck aufgebracht. Des Weiteren bekommt der Kunde einen Barcode aufgeklebt. Er bekommt ein Place-Label aufgeklebt auf eine bestimmte Position, wo er seine Aufkleber selbst dann rückstandsfrei wieder entfernen kann. Und das Besondere ist dazu auch passend, nämlich zu dem Barcode, wie wir hier sehen, wird die Nummer noch aufgeprägt in Form einer Heißprägung. Mehr als 25.000 Aufträge werden jedes Jahr in Lauterecken abgewickelt. Wobei ein Auftrag, ein kleines Päckchen, aber auch mehr als 100 Lkw-Ladungen bedeuten kann. Die Geschäfte mit den bunten Kisten laufen immer besser, auch dank des Internetbooms. Ach ja, Kisten dürfen wir ja nicht sagen. Der Seniorchef soll uns gleich mal erklären, warum. Fritz August Bittmann ist über 80 Jahre alt und mit seiner Frau immer noch regelmäßig in den Fabrikhallen unterwegs. 2009 ist er aus der Geschäftsleitung ausgestiegen. Aber als Inhaber will er immer noch wissen, wie es in der Produktion läuft. 8 oder 9 Tage. Noch mehr 8 oder 9 Tage. Ach, Auslass. Mit Wochenende, also. Ja. Fritz August Bittmann hat vor seinem Ingenieursstudium Werkzeugmechaniker gelernt. Der Rundgang ist für ihn eine Art Basisrecherche. Rausgeht, was an Arbeitszeit am Tag an der Maschine geleistet wird. Ich mache ihn eigentlich, um mich zu informieren. Und ich habe meistens ein Ziel. Also irgendeine bestimmte Reklamation. Oder es gibt ja auch Musteraufbauten, die schaue ich mir dann an. Ich mache die ganz spontan. Ich führe ein bisschen Tagebuch, da sehe ich dann, wie oft war ich dort und wie oft war ich dort, um das auch ein bisschen ausgewogen zu machen. Aber man bekommt hier vor Ort mehr Informationen als auf dem Papier. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Mein Mann ist eher so der auf die Technik achtet, aber ich gucke auch auf die Leute. Also mich interessiert auch, wer ist da, wie geht's dem, was ist für eine Stimmung. Wie sieht es auch sonst so aus? Das gehört alles zusammen, weil es so ein Gesamtbild gibt. Fritz August Bittmanns Urgroßvater Leopold hat das Unternehmen im Jahr 1845 in Idar-Oberstein gegründet. Bito ist die Abkürzung für Bittmann-Oberstein. Leopold Bittmann produzierte Schmuckwaren und Beschlagartikel für die Lederwarenindustrie. Mein Urgroßvater hat auch zusammen mit meiner Urgroßmutter gearbeitet. Also, die hatten erstens mal 12 Kinder. Und meine Urgroßmutter war für den Vertrieb zuständig. Die hat also die Produkte verkauft, die mein Urgroßvater produziert hat. Und wenn das Geschäft schlechter ging, dann sagte sie immer zu ihm: Leopold, du musst mal was Neues erfinden. Und dann sagte mein Urgroßvater: Luis, es ist schon alles erfunden. Mit nur 23 Jahren stieg Fritz August Bittmann im Jahr 1959 in die Geschäftsführung ein. Und mit ihm konzentrierte sich die Firma auf die Lagertechnik. Sein Grundsatz von damals gilt noch immer. Neue Produkte sind für uns eigentlich die Möglichkeit zu überleben überhaupt. Mit den alten Produkten ist die Marge zu schwach. Und nur mit neuen Produkten können wir eine bessere Marge erzielen. Es ist eigentlich Innovation und auch die gut umsetzen und gut zu vermarkten. Das ist eigentlich eine wesentliche Herausforderung für uns. Ach ja, eine Frage ist noch offen. Warum darf die Kiste eigentlich nicht Kiste heißen? Ach Gott, das ist zu simpel. Wir versuchen ja, Produkte zu machen, die ganz zielgerichtet auf eine gewisse Abnehmerschaft ausgelegt sind. Und da machen wir uns viel Mühe. Wir sind zwar auf diesem Gebiet nicht sehr umsatzstark, aber sehr profitabel. Deswegen keine Kiste. So ist es. Die Boxen müssen hart im Nehmen sein. Besonders die Boxen für Gefahrstoffe. Sie werden für einen Härtetest 48 Stunden tiefgekühlt,
Und dann müssen sie beweisen, dass sie wirklich schlagfest sind. In der Versuchswerkstatt in Meisenheim wird ein Palettendurchlaufsystem getestet. Und zwar mit Ladungen aller Art. Zwischen einer ganz leichten und einer ganz schweren, aber auch von einer flachen Palette zu einer hohen Palette. Das ist so der Spagat, entsprechend hinzubekommen. Und da liegt die Kunst daran, dass die Bahn entsprechend optimal zu konfigurieren und auszulegen. Solch eine Anlage soll auch bei AFB in Ettlingen aufgebaut werden. Im Technikzentrum wird auch getestet, was eine Regalstütze aushält. Für jedes Regal gibt es Belastungsgrenzen. Und für jeden Kunden wird eine Sicherheitsreserve eingebaut. Damit das nicht passiert. Da Bito weltweit Regale verkauft, wird in der Statikabteilung darauf geachtet, dass die Regale für Erdbebengebiete noch stabiler gebaut werden als für andere Kunden. Ganz interessante Aspekte rausgekommen, es waren einige neueren, aber klar. Seit 5 Jahren leitet Winfried Schmuck das aktive Geschäft der Firma Bito. Die größte Herausforderung und die größte Chance sieht er im Internethandel. Es gibt einen Wandel. Wenn ich vorher 10.000 Paletten gelagert habe und jetzt mache ich Internethandel, dann brauche ich keine. Ich schicke den Endkunden keine Paletten, sondern ich schicke den Päckchen mit 2-3 Teilen drin. Das heißt, ich muss dann mein Lager komplett anders gestalten. Und das ist, denke ich, die große Herausforderung, dass sich die Bandbreite der Produkte erhöht durch auch den Trend der Individualisierung. Aber die Auftragsgrößen werden immer kleiner. Und das ändert dann auch die Lagertechnik. Das Traditionsunternehmen reagiert unter anderem mit neuen Produkten auf den veränderten Markt. Ein Beispiel. Mit flacheren Regalböden passen deutlich mehr Behälter in dasselbe Regal. Die Bandbreite der Produkte ein Erfolgsfaktor. Sie können bei uns für 10 Euro einen Behälter im Internet bestellen oder Sie können ein komplettes Logistiksystem für 12, 20 Millionen in Australien bestellen. Diese Bandbreite zu managen ist super spannend, ist aber auch herausfordernd. Wir sind wieder in Ettlingen bei Karlsruhe. Die Montage des Hochregalsystems beginnt. Ein besonderer Moment für die Kunden von Außendienstler Harald Fessler. Ja, genau. Das ist jetzt das Maß zwischen Hallenstütze und Regal. In 2 Wochen soll alles fertig sein. Jetzt quasi die Fantasie und das Planungskonzept, was wir gemeinsam erstellt haben, Realität wäre zu sehr oder zu lassen, besser gesagt. Das ist halt schon großartig. Noch weiß Harald Fessler nicht, ob der Zeitplan tatsächlich zu halten ist. Den Aufbau übernimmt ein Subunternehmer. Ich bin natürlich auch immer wieder begleitend bei der Montage mit dabei. Und zum Schluss ist es immer schön, wenn man dann sieht, jawohl, hoffentlich alles richtig geplant und alles richtig gemacht. Und das End vom Lied ist für uns, dass der Kunde einen Nutzer draus zieht. Das ist das Allerwichtigste. Das sehen wir dann später, wenn es der Kunde in Betrieb nimmt. Beim Aufbau darf nichts schiefgehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb ist auch der Projektleiter heute nach Ettlingen gekommen. Die Bodenplatte ist ja neu gegossen worden und die bewegt sich. Beton arbeitet ja. Und deswegen werden überall Dehnfugen eingesetzt, weil die Bodenplatte schwindet. Und wenn man mit dem Regal eine Dehnfuge überbaut, gibt es Spannung aufs System. Ja. Und das gilt es halt zu vermeiden. Wir achten sehr viel auch auf Details, die eben wichtig sind, zum Beispiel sicherheitsrelevante Dinge. Beispielsweise, dass so ein Sicherungshaken drin ist. Weil der Sicherungshaken ist wichtig, dass niemand mal bei einer Fehlbedienung die Travesse von unten nach oben aushängen könnte, wenn er anstößt. Somit ist also der Sicherungshaken wichtig. Der ist zum Beispiel bei uns so konstruiert, der kann niemals rausfallen, weil er zweimal um 90 Grad gedreht werden muss. Nur noch 2 Wochen. Ob das wirklich zu schaffen ist? Wir haben ja noch andere Regalsysteme, zum Beispiel das Palettendurchlaufsystem. Das nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Das muss sehr genau ausgerichtet werden. Da sind die Montagearbeiten etwas höher. Und außerdem haben wir noch eine Stahlbaubühne, die allein knapp eine gute Woche einnimmt an der Montage. Okay, also das ist der einfachere Teil. Genau, die Palettenregale und die Fachbodenregale, das sind die einfachen Systeme, die mehr gesteckt werden als geschraubt.
Wir sind gespannt und kommen wieder, wenn das Regal vom Kunden abgenommen wird. Vom harten Betonhallenboden auf den Kuschelteppich im Bito-Campus in Meisenheim. Der Campus ist das firmeneigene Gründerzentrum. In diesem Raum sollen Ideen reifen, ganz in Ruhe. Hier ändere ich alles. Also es gibt eine Ruhezone und ein anderes Gefühl. So ein bisschen von auch Heimat, ich bin wie zu Hause, ich ziehe erstmal die Schuhe aus. Und jetzt sind wir in einer gemütlichen Runde zusammen und regen einen anderen Kreativprozess an. Das heißt, durch diesen Teppich können auch neue Ideen entstehen? Ja, der Teppich alleine reicht vielleicht nicht ganz aus, aber es ist ein wichtiger Teil. Also das sind immer mehrere Einflussfaktoren. Und das ist, ich glaube, was Firmen oft falsch machen, ist zu sagen, ich mache jetzt das eine, ich mache jetzt einen Coworking-Space, auf einmal arbeiten alle zusammen. Und bei der Firma kommt an, oh, wir sind ein Großraumbüro geworden und sollen jetzt kreativ sein. Das klappt alleine nicht, sondern da müssen alle Faktoren ineinander abgestimmt, verzahnt zusammenpassen. Und dann wird ein Schuh draus. Oder ein Strumpf. Oder ein Strumpf, ja. Die Ideen reifen heute, wo früher Generationen von Meisenheimer Schülern groß geworden sind. In der ehemaligen Volksschule. In einem der einstigen Klassenzimmer spricht Richard Haxel mit Stefan Colisi über dessen Geschäftsidee. Colisi hat eine Art Online-System für Transport und Lagerhaltung erfunden. Dass jeder, der mit dem LKW an die Rampe fährt, dort die Waren übergibt, die Ladungsträger übergibt, nicht mehr einen Papierbeleg mitnehmen muss, der verloren gehen kann, der manuell administriert werden muss, der auch lesbar sein muss, sonst funktioniert das ja alles nicht. Wir digitalisieren einen Teilprozess in der Logistik, der global für einen zweistelligen Milliardenschaden jedes Jahr sorgt. Milliarden Euro Schaden jedes Jahr sorgt. Das ist der Schaden, der da entsteht. Es werden ca. 5,5 Milliarden Ladungsträger, Paletten, Kisten gemeinsam genutzt auf dieser Erde. Und pro Umlauf gehen ungefähr 5% verloren. Bito ist bislang mit 100.000 Euro an der kleinen Firma beteiligt. Der Anteil könnte aber noch steigen. Wir versprechen uns auch natürlich ein Wachstum von den Startups. Das heißt, wir wachsen gemeinsam. Also nicht nur, dass unsere Anteile können jetzt in verschiedenen Beteiligungsrunden wachsen, sondern wir hoffen natürlich, wenn wir sagen, unser Anteil ist jetzt 100.000 Euro wert, dass dieser Anteil auch irgendwann auch mal eine Million wert sein kann. Das ist eine Dynamik, die man in einem Unternehmen wie unserem in dieser Geschwindigkeit natürlich sonst nicht hat. Der Campus ist sozusagen das Baby von Sabine Bittmann. Geschäftsführer Haxel hat sich vor seinem Job im Campus schon mehrfach selbstständig gemacht. Und dabei hat er nicht immer Schwein gehabt. Ist selbst auch mal gescheitert. Ein solches Digitalisierungsprojekt in der. Wenn man ihn nicht hätte, müsste man ihn backen, ne? Er versteht das, was die Startups umtreibt, aus dem Inneren heraus. Ja. Wir als gestandenes Unternehmen können das von außen und angelesen wissen, aber er fühlt das mit. Und das muss einfach sein, dass jemand da ist, der genau diese Emotionen, diese Ängste und diese Unruhe der Startups selber nachvollziehen kann und darauf eingehen kann. Das ist super. Startup trifft Mittelstand, heißt diese Veranstaltung. Der Campus versteht sich auch als eine Art Marktplatz, der Gründer und arrivierte Unternehmer zusammenbringt. Und beide sollen bei diesem Austausch in der ehemaligen Volksschule voneinander lernen. Bito hofft so, den ein oder anderen Firmengründer in die pfälzische Provinz zu locken, der sonst eher in Berlin oder München sein Glück suchen würde. An insgesamt 10 Startups sind die Meisenheimer zurzeit beteiligt. Dabei profitieren beide Seiten. Jungbrunnen für Bito und viel Erfahrung von unserer Seite für die Jungen. Denn wir haben ja auch was zu bieten. Es ist ja keine Einbahnstraße, sondern wirklich in diesem Dialog findet einfach was Neues statt. Und das ist extrem spannend. So wie Headis, eine Art Kopfball-Tischtennis. Aus der ursprünglichen Jux-Idee in einem Kaiserslauterer Freibad ist längst eine richtige Sportart, sogar mit Weltmeisterschaften, aber auch ein kleines Unternehmen geworden. Headis war eine der ersten Jungfirmen, an denen sich Bito beteiligte. Bei
Bei Hedis hat sich dieser Invest sehr gelohnt bis jetzt, wobei wir ja unser Investment noch haben. Wir haben ja noch nichts verkauft. Also wenn das jetzt monetarisiert würde, könnte ich da mal was auf den Tisch legen. Ich muss auch immer sehr kämpfen mit meinem Mann und auch mit dem Beirat, dass ich für die Startups und für die Investitionen und das Geld, was wir in die Startups investieren, tatsächlich auch ein Go bekomme. Ja. Es ist ja Risikokapital. Nicht gesagt, dass jedes Startup erfolgreich wird und sich das investierte Kapital auch auszahlt. Mit einem Designpreis ausgezeichnet wurde das zweite Spiel von Hedis-Erfinder René Wegner. Es heißt Hasherball, eine Art mobiles Billard, das sich auf jedem x-beliebigen Tisch aufbauen lässt. Die Kunststoffecken für das Spielfeld hat Wegner zusammen mit den Meisenheimern entwickelt. Und die ersten Teile wurden bei Bito gespritzt. Vielleicht sieht ja so die Zukunft des Kneipensports aus. Und so die Zukunft der Lagerlogistik. Gestatten Leo, die neueste Entwicklung aus dem Hause Bito. Ein fahrerloses Transportsystem, das verschiedene Arbeitsplätze miteinander verbindet. Leo holt und bringt Ersatzteile oder Material dahin, wo sie benötigt werden. In einer alten Turnhalle drehen mehrere Leos ihre Testrunden. Der Vorteil ist einfach, dass die Arbeitskräfte an Ort und Stelle eingesetzt werden können. Der nächste Punkt ist, dass die Montageplätze auch um einiges ordentlicher ausschauen. Früher hat man dann quasi in Kunststoffbehälter und dann später auf Europaletten abgestellt und die Ware gesammelt. Wenn der Europalette fertig war, wurde dann erst die Ware weggebracht. Und heute ist es so, dass wir einen Materialfluss haben. Wir brauchen weniger Platz in der Montage, die auch sehr teuer ist. Und es schaut auch ordentlicher aus an der Stelle. Das Interesse der Kundschaft an dem kleinen Helfer mit dem Elektromotor ist riesengroß. Auch weil er ohne großen Aufwand und ohne IT in jedem Lager seine Runden drehen kann. Und wenn ein Hindernis auftaucht, bremst Leo automatisch ab. Sonst folgt der Transporter einfach der aufgeklebten Spur auf dem Boden. Und wenn Leo keinen Saft mehr hat, fährt er selbstständig zur Ladestation. Unser System ist halt auch so einfach, dass wir unsere Software auf den Boden legen, also mit Data-Matrix-Codes. Das bedeutet, wenn der Prozess nicht am Laufen ist, brauche ich keinen Computer, keine Software, wo ich reinschaue, warum der Prozess nicht am Laufen ist, sondern ich muss nur den Weg ablaufen. Immer der Linie hinterher, in dem Fall die blaue Linie, und dann weiß ich, warum es nicht funktioniert. Gleich wird es ernst in Ettlingen bei der Firma AFB. Das Hochregal ist fertig. Die Kunden von Außendienstmitarbeiter Harald Fessler nehmen das Regalsystem ab. Hier die unterschiedliche Umsetzung. Die normalerweise wäre ja die Sicherungshaken hier eingehängt bei der Drahwässer. Ja. Müssen überall eingehängt sein, auch in der hintere. Auch die Stahlbaubühne hat Bito errichtet. Allerdings gab es Probleme, Transportschäden. Aber das ist schon jetzt im Laufe der Woche gerichtet worden. Und der gesamte Aufbau hat sich durch die Transportschäden an den gelben Palettenschleusen verzögert. Das Geländer jetzt praktisch. Das ist halt dann auch nicht von einem Tag auf den anderen zu machen und dann auch wieder Monteur auf die Baustelle zu bekommen. War dann Verzögerungen von ungefähr eineinhalb, knapp zwei Wochen, was wir aber dann durch die gute Kommunikation mit der Firma AFB und mit Herrn Schmidt, Herrn Kohl eben erklären konnten. Wir können auch nicht zaubern, aber wir machen, was wir können. Jetzt ist alles geklärt und gerichtet und alles gut. Bis auf Nuance ist es genau so, wie es geplant wurde. Und wenn wir was quasi justiert haben, dann immer nur zum Besseren. Quasi etwas besser als die Planung. Er reagiert auf das, was hier tatsächlich vorgefallen ist. Auf genau diesen Moment hat Harald Fessler hingearbeitet. Monatelang. Das Regalsystem ist abgenommen. Merci. Genau. Wollen Sie es auch noch gegenzeichnen, Herr Kohl? Wenn mein Name schon mit drin steht, dann. Genau, dass das vollständig ist. Das Ziel ist, dass der Kunde zufrieden ist. Und deshalb sind wir da auch bei so einer Reklamationsgeschichte oder bei so einer Sache, die dann halt nicht ganz so gelaufen ist, wie sie eigentlich auf dem Papier geplant war, muss man offen und transparent miteinander sprechen. Und dann klappt das auch gut. Und zum Schluss ist das Ziel ein Kunde, der zufrieden ist und der uns weiterempfiehlt. Davon leben wir. Ja.
Also insgesamt ist es dann schön, wenn wir alles jetzt sehen und ich gut laufen. Das ist wirklich klasse. Und in einigen Tagen steht alles voll, dann sieht es wieder ganz anders aus. Ja, dann wird es mit Leben gefüllt. Aber kommen wir auch noch mal vorbei, dann gucken wir uns nochmal an, wenn es in Betrieb ist. Gell?